Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Test. Wir spielen es mal an. Ich werde es sicherlich nicht durchspielen. Erstens, weil es ein MMORPG ist. Da gibt es eh kein Ende. Aber wir wollten uns angucken, nachdem es so ein großer Erfolg war hier, Aura Kingdom, kam der gute Whitey auf mich zu. Ja. Das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht. Du wirst es gar nicht glauben. Aura Kingdom war so ein schönes Spiel. Deswegen kam Whitey direkt zu mir, und meinte, Andreas hier, du musst dir das anschauen. Und ja. Deswegen machen wir uns jetzt an Dragamon Hunter. Ich bin echt gespannt. Er hat schon ein bisschen angezockt. Wie findest du es, Whitey? Kann nicht klagen, es ist sehr angenehm zum Spielen. Okay, und natürlich haben wir noch kompetente Unterstützung gekauft. Hier rein, den guten Cosmic. Hallöle. Ja, eigentlich bräuchte ich dich ja auch mit in dem Spiel dabei. Hier, das gäbe wieder so viel Kohle für unsere Schimpfwortkasse. Wie bei das MK. Hast du jetzt gesagt. Ja, nein, es macht einfach mehr Spaß. Außerdem hätten wir dann gleich schon ein gutes Team. So, ich wähle hier mal Channel 1. Es sieht halt vom Startbildschirm. Du musst Adrest und dann Channel 7. Auf den Channel 7 warte ich auf dich. Ey, Gis, ich habe keinen Channel 7. Ich habe nur 1 bis 6. Ja. Wäre ich. Channel 7. Ich kann auch Channel switchen. Dann gehe ich in die 6. Okay, dann komme ich auch in die 6 auf Aegis, gell? Genau. Okay, ich konfirme und wenigstens passiert nichts. Du musst warten eine Zeit. Das musst du erst überprüfen, wer du bist. Ja, aber eine leichte Zeit. Also ich sollte vielleicht dazu sagen, es ist noch in der Beta. Das ist die Open Beta. Aber weißt du, wenn man einen Button drückt und es passiert nichts, ist es immer so ein bisschen... Ach, mach dir keine Sorgen. Das kommt schon. Okay. Mir hat es auch eine kleine Zeit gedauert. Das ist halt immer noch Denkensweise. Das Beta, das ist noch nicht allzu stabil, also bloß nicht das Spiel überfordern. Ja, aber wenn ich in die Beta gehe, dann müssten eigentlich schon die groben Fehler draußen sein, sonst sind es eine Woche. Es ist knapp eine Woche alt. Okay, ja gut. Wir erwarten nicht zu viel. Wir schauen einfach, wie sich da unten die Menschen da bewegen, hier auf dem Startbildschirm. Sieht ja schon mal nett aus. Hier die Wachen laufen. Mädels treffen sich mit den Jungs und verschwinden am Bildschirmrand. Ah! Hallo Chicks. Ja, vielleicht habe ich auch noch das Glück und das Spiel bekommt noch mal eine Mac-Version. Dann könnte ich auch mal mitzocken. Weil es gibt leider nur eine Windows-Version, meine lieben Zuschauer. Und dieser Brunnen hier in der Mitte finde ich auch sehr, sehr interessant, wie zwischendurch halt immer so das Wasser verschwindet. So, er spritzt immer kurz und dann sofort spontan Verdunstung. Und alles. Ja, das ist normal, das ist halt noch, weil es über eine Woche, es ist knapp 10 Tage alt und ich habe es in der Beta gezockt und es hat mir extrem Spaß gemacht. Okay. Gut, ja, in Beta ist dir halt alles zu Füßen gelegt, ja. Also ich muss sagen, dafür, dass es 10 Tage alt ist, ist die Grafik ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Ich spiele also auf Ultra aktuell. Naja, die statischen Sachen sehen eigentlich nicht schlecht aus, also so. Aber ja, die Animation, da können sie sich wirklich noch ein bisschen dran setzen. Ja, klar. Eben deswegen, das ist ja für 10 Tage ist es eigentlich schon extrem weit. Klick doch einfach nochmal auf den Button, weil ich habe auch zweimal drauf geklickt. Vielleicht musst du halt zweimal drauf klicken. Ich klicke mal ganz lang drauf. Klingt das was? Lang. Vor allem bei dem Aegis steht Fenster bei mir auch ein 0 dran. Dass du ein Passwort eingeben musst. Ein Ingame-Passwort. Ach so, okay. Warte, ich klicke mal nochmal auf bei Cancel bricht das ab. Ja, eben. Okay. Ja. Ja, alles live, alles gut. So, also, ich logge mich nochmal ein. Nicht wundern jetzt gerade. So, jetzt kommt wieder der Bildschirm hier, das Logo. Das haben sie natürlich nicht ins gleiche Fenster gemacht und jetzt hoffe ich, dass es
Area Games. So, wann sehe ich endlich wieder das Bild hier? Er müsste eigentlich gleich sofort... Ja, jetzt wird wieder alles aufgebaut. Okay, also ich klicke auf Aegis. Warte, ich will einmal... Ah, jetzt gibt es bei mir bei Aegis auch ein Channel 7 mit grün, nicht mehr gelb. Ja, ja. Bist du noch 7 oder in 6? Ich bin im 6. Okay, dann gehe ich in 6. Und jetzt geht's auf einmal. Okay. Ja, eben. Es braucht immer so eine Zeit. Ah, es ist ein neuer Spieler. Wo wir, wollen wir den jetzt hin tun, ne? Ja. In dem Sinne. Okay. War zur Anfangszeit bei vielen Spielen so. Okay, ich muss hier ein ganz schlimmes Passwort auswählen. Ja, das muss 6 Zeichen haben. 6 das Zeichen? Das aufschreiben. 6 Zeichen muss das haben. Das ist 6 Buchstaben, besser gesagt. Dadurch, dass man es jetzt im Stream sieht... Ist es nicht so prickelnd. Ja, nehme ich ein ganz, ganz schweres. Ich glaube, ich weiß schon welches. Echt? Ich habe so eine Vermutung, ja. Was? Nein. Das musst du den dann aber wiederholen. Dann musst du auf Konf... also das, dann musst du es akzeptieren und dann musst du es nochmal eingeben. Ja. Dass du beim nächsten Einloggen sozusagen nur noch das Passwort eingeben kannst und dann bist du wieder auf deinem Char. What the fuck? I forget ja, my Passwort. Ja, das hat ja World of Warcraft in nichts auch vor, sobald es kostenlos wird. Okay, gut. Also, ich bin in der Charakterauswahl. Entweder ich nehme den kleinen Jungen mit dem überdimensional großen Schwert und cooler Augen. Sieht ja schon ein bisschen aus wie ich, so mit dem blonden, vollen Haar. Achso, das ist kein Schwert, das ist eine Axt. Naja, das ist eine Axt, okay. Ja. Aber wollte ich auch gerade sagen. Ist schon ein bisschen okay. Arg überdimensional, oder? Leicht, ja. Ja, also das würde ich eh auch in WoW, würde ich das nie kapieren, wieso die Charaktere da immer Waffen nehmen, wo man denkt, so, da brauchst du eigentlich normalerweise hier ein Transportunternehmen. Hast du schon mal Phantasy Star gesehen? Nee. Ja, da sind die Waffen, glaube ich, 4 oder 5 Mal größer als die eigene Person. Okay, also, der hat ein bisschen mehr Burst Damage. Der kann gar Logik, würde ich mal sagen, aber okay. Oder ich nehme einen Scout, also einen Jäger. Also, es gibt hier ganz normal hier Kriegerklasse, aber der nennt sie Mercenary, ein Magier, ein Kleriker, also die typische High-Klasse. Ja, oder... du gehst wahrscheinlich auf Kleriker, ne? Nö, diesmal keine Priesterklasse. Ich nehme Magier. Damage-Dealer mit AOE. Damage. Es gibt Damage. So. Es gibt auch Female. Auch blonde Muss Löckchen. Dann... Ja, eben. Oh mein Gott, aber die Animation, sie haben ihren riesen Rock gegeben, der vorne aufgeht, wie nochmal was, und so ein Hotzchen hin. Oh mein Gott, hier haben sie auch die Hose nicht animieren können. Wer hier? Dafür es 10 Tage alt ist. Das ist echt ein gutes Spiel. Ja, aber dann animiere ich doch meine Chars nicht hier wie Prostituierte irgendwie so. Also guck dir mal die weibliche Klerikerin an. Warte, kann die nochmal zuschlagen? Warte, ich wechsle nochmal. Genau. Der haben sie so einen kleinen Rock gegeben. Dann hier Strümpfe. Die nicht bis ganz nach oben gehen, also keine Strumpfhose, sondern so halterlose Strümpfe. Die du weißt, bei Anime-Spielen ist es immer, dass die weiblichen Chars besser aussehen als die männlichen. Ja. Das war ja schon in WoW so. Also die männlichen Blutelfen sehen für mich immer noch leicht schwul aus. Ja. Und auch hier die Scout. Hier, der haben sie auch keine richtige Hose, aber der Rock geht also. Gott sei Dank kann man die nicht drehen oder irgendwie von oben nach unten. Also, das ist ja kann schon man? Sebastian Edati-mäßig hier. Echt, kann man? Wart. Oh, stimmt, kann man, mit ja. den Pfeiltasten. Aber nach oben geht's. Oh mein Gott. Kann ich dich komplett drehen hier, Mädel? Nee, das ist. Kannst du komplett drehen. Also, ich würde mal sagen, hier Sebastian Edati mag das. Like. Das ist ja echt hier. Nee, das. Geht gar nicht. Also,
Ich nehme auf jeden Fall einen männlichen. Also der sieht zwar auch leicht. Ja, meinst du, wieso habe ich einen männlichen genommen? Weil ich nicht unbedingt will, dass mir ein Rock verheddert im Kämpfen. Ja. Ich nehme den männlichen Mage. So, was kann ich noch? Ja, Frisur hier, Locke. Hier, nee, das stört beim Kämpfen. Da hier. Ah, wie hieß der eine? Ach, jetzt kann ich sie drehen. Hier, Lemmerman-Frisur. Den kennt wahrscheinlich eh niemand mehr, wenn ich jetzt so. Aber wie die Haare sogar fallen, denn hier haben sie eine Drehanimation gegeben. Ja. Finde ich ja cool. Haben sie immerhin was Ordentliches überlegt. Haben sie sich. So, aber nachdem die hier keine Brüste hat. Nee, ich nehme Ben. Ja. Oh nee, also die sehen. Oh mein Gott! Ein Mann mit Pferdeschwanz und dann so Löckchen an der Seite. Langes, wallendes mähnendes Haar. Hallo, ich kann surfen und gehen. Das sieht geil aus. Ich glaub, das nehme ich. Oder hier. Verrückt nach Mary-Frisur. Oh mein Gott, da fällt echt alles. Die haben echt eine Physics-Engine für die Haare genommen. Auch vorne hier. Hui! Ja. Na, nee, das ist zu lockig. Oh mein Gott, die Haare. Ey, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen länger brauche, aber. Alles gut, ich kann warten. Ja. Ich als Whitebeard warte mit meinem Marco und bin zufrieden. Ich nehme die langen wallenden Haare. Ich glaube. Oh, ich kann mir. Hast du noch die Farbe auszuwählen und dann noch die Augen kannst du auswählen. Okay, ja, ich bin noch. Ach, hier, Face Style. Ja, genau. Nee, das sieht aus wie Mila Kunis. Der ist ein bisschen dann noch zu die Skinfarbe. Überinteressiert. Der ist aggressiv. Gibt's da auch keine normalen Augen? Ach, da hat er die Augen zu. Das wäre noch okay. Nee, ich glaube der normale, oder? Oder der aggressive? Hm. Ich habe einen bösen Blick. Ah, ein bisschen was dunkleres. Augenfarbe. Blau, gelb, grün, Augen, violett, rot. Hm. Ich glaube, ich nehme die dunkelblauen. Die hellblauen, die machen mir Angst. So, hier blondes, langes Haar. Und wie meine Mähne hier. Sieht man ja oben am Bild. Ready for this? Let's end the die. Hä? Stimme 2 und 3 hört sich doch fast gleich an. Ready for this? Let's end this. Das ist genau die gleiche Stimme doch. Ready for this? Let's end this die. Here I come! Also, erste ist hoch, die 2 sind die gleichen. Okay. Gut, jetzt brauche ich noch einen Namen für meinen Charakter. Soll ich ihn? Nein, das kann ich nicht nehmen. So. Ich nenne ihn Hans Christian. So. Nenn ihn doch gleich Hendrik. Henriette, nein, die wird sich darüber freuen, wenn ich ihn nach ihm benenne. Hans Christian. So. Name contains forbidden characters. Okay. Aber ein Leerzeichen geht, oder? Nein. Ach, es muss ein Name, aber kein Bindestrich sein. Yep. Dann nenne ich ihn. Olaf. Olaf? Ja, Olaf. Olaf klingt gut. Genau, das passt. warum nicht gleich Name Günther? Is already in use. Okay. Dann nenn ihn Günther. Und da wird wahrscheinlich Ü. Günther mit TH. Name for, mit UE muss ich hinschreiben. Günther. Gibt sogar. Name your companion. Nenn ihn doch einfach Schlachtfleisch. So. Oder Hungerhappen. Hungerhappen ist besser.
Hunger Happen. So, jetzt kann ich mir noch seine Ohren aussuchen. Ja, und dann auch noch seine Skinfarbe. Oh scheiße, Fellfarbe. Und der braucht man ja länger. Ja, da braucht man ja länger, um das alles auszuwählen, als das Spiel, ne? Ja, das ist echt krass hier. So. Mein Gott, die Augen von dem Tier, die sehen ja alle irgendwie nach LSD aus, oder? Deswegen habe ich nur böse Blicks. Meiner ist schwarz und hat einen bösen Blick. Nee, der hat so... Also dieses erste Gesicht hier, das sieht ja echt aus so... Oh, diese Farben. Oh, glasiger Blick. Nee, er muss... Normal. Ich glaube, er guckt aggressiv. So. Okay. Klasse... Ja, Klasse Mage ist permanent, das soll mir recht sein. So, dann starten wir jetzt ins Spiel rein. Dragamon, supreme beasts that rule the animal kingdom. Hunters, fearless heroes on a never-ending quest for Dragasite. Hunters roam this vast land in search of fame and glory. Together with their hopalongs, they unearth untold treasures in an endless series of hair-raising adventures. It is their sworn duty to seek out the most formidable Dragamon, to battle, conquer, and tame. But when they look to the stars, the hunters can sense that their fate is entwined with that of the Dragamon. Unions are a vital part of life in Elysium. Hunters and their hopalongs play starring roles in these prestigious organizations. With their trusty companions by their sides, the hunters venture forth to plumb the depths of the Neverrealms. Experienced hunters are always on the right track, and they can always count on crossing paths with powerful enemies. The hunt is on. Make your dreams of combat and conquest come true. Team up with your friends and build the strongest guild in the land. Okay, dankeschön für die Einführung. So, kann ich jetzt dann hier starten? Oh ne, muss ich mir jetzt den Trailer komplett hier anschauen? Den Trailer musst du dir anschauen, ja. Noch. Weißt du, das werde ich auch nie. Erst nach der Charakterwahl bekomme ich den Trailer. Das war bei Area und... War das schon genauso? Und jetzt wollen sie mir hier gleich ein Paket verkaufen. Möchte ich nicht. Okay, wir schauen in der nächsten Folge rein. Dann lesen wir hier los. Ich danke euch vielmals. Im Stream geht es natürlich weiter. Aber dann schauen wir hier entsprechend rein und werden in die Geschichte reinschauen. Ich bin schon sehr aufgeregt. Bis dann, ciao.